Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einem neuen Spiel auf einem Kanal, Rise of Empire. Ja, endlich geht's hier los, auch mit diesem Spiel. Ja, ich habe schon ein paar Stunden gezockt, um mich da etwas mit dieser Mechanik vertraut zu machen. Ja, man muss da ein bisschen mitdenken beim Spielen, ist nicht ganz ohne, aber jetzt dachte ich mir, jetzt kann es mal wieder richtig losgehen hier. Und ja, ganz einfach erklärt, es geht darum, eine Stadt mit Waren zu versorgen. Alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann, dazu später dann mehr. Und ja, ich würde sagen, wir fangen ganz langsam an, weil es wird irgendwann mal etwas unübersichtlich, ein bisschen hektisch, je mehr wir bauen. Und deshalb, wie gesagt, werden wir dann Schritt für Schritt dann noch genauer auf die einzelnen Produktionsketten und Lieferketten dann eingehen. Ihr seht jetzt hier erstmal die Karte. Ja, die kann man sich individuell zusammenstellen. Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Keine Ahnung, ob das was bringt. Wird sich zeigen. Schwierigkeitsgrad blende ich dann separat noch ein als Bild, damit ihr das auch noch wisst. Das ist bei 100%, also ist nicht zu leicht und auch nicht zu schwer, einfach so mittendrin. Wir haben keine Konkurrenz. Ich dachte mal, wir spielen hier einfach mal vor uns hin, ne? Ohne Hektik, ohne Stress. Wir wollen ja hier nicht einen Rekord hier aufstellen. Und hier oben ist noch die Hilfefunktion eingeschaltet. Ja, die kann man ausschalten. Ich habe es jetzt mal noch drin. Vielleicht bringt es was. Mal gucken. So. Ja, die entscheidende Frage ist immer am Anfang, wo, ja, starten wir? Mit welcher Stadt? Sehr, sehr groß die Karte. Wohin? Wohin mit uns? Das ist die Frage. Und vor allem, wo platzieren wir unser Hauptquartier? Tja, ich würde mal sagen, ich hatte doch da vorhin hier Eckstock. Hört sich irgendwie ganz interessant an. Ich würde sagen, wir platzieren mal unser Hauptquartier mal hier hin. Keine Ahnung, ob das was bringt. So, jetzt muss man aufpassen, weil man kann hier nämlich auch noch drehen. Mit R. So. So, das kostet uns nichts. Ich finde die Grafik so ansprechend, muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt keine Hyper-Duper-Grafik, aber für das Spiel optimal. So, was haben wir noch? Tab-Tasten. Ah ja, hier kann man das dann überspringen, hoppla. So, und jetzt geht es langsam los. Man kann sich hier anzeigen lassen mit der Tab-Taste, was für Ressourcen man hat. Hier zum Beispiel kann man sich dann die Stadtnamen anzeigen lassen oder hier Eisenerz. Wie gesagt, das wird dann alles noch mal interessant. Kohle, Kohle. Ah ja, sehr guter Platz, glaube ich, hier mit Eckstock, würde ich sagen. Und ja, jetzt müssen wir anfangen, die Stadt zu beliefern. Und dazu brauchen wir erstmal die Informationen. Was braucht eigentlich diese Stadt? Ne? Was haben wir denn hier? Hier gibt es hier die Symbole. Ja, was haben wir denn hier? Baumarkt, Bauernmarkt und Lebensmittelgeschäft. Und wenn man hier draufklickt, bekommt man dann weitere Informationen. Wie ihr seht, es wird richtig geil. Und alles, was hier ja, abgebildet ist, kann man auch noch liefern oder herstellen, besser gesagt. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal ganz klein an. Und am einfachsten tut man sich hier mit diesem Baumarkt, würde ich sagen, einfach Holz zu liefern, Sand zum Beispiel, Kohle. Ja, das sind so die ersten Sachen, die wir liefern können, würde ich mal vorschlagen. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal erstmal auf Holz. Ganz, ganz langsam. Wird auch hier vorgeschlagen, hier oben. Platziere einen Holzplatz. So. Jetzt die spannende Frage, wo fangen wir an zu bauen? Denn die Emissionen spielen da auch eine Rolle. Also müssen wir schauen, dass wir möglichst nicht unbedingt nahe der Stadt bauen. Wasser ist auch noch wichtig. Trinkwasser brauchen die natürlich auch noch. Ja, schon geht's los mit der entscheidenden Frage. Ich würde sagen, wir könnten hier irgendwo anfangen, hier Holz abzubauen. Hier.
Dann könnten wir uns hier dann mehr auf das Trinkwasser konzentrieren. So, hier unten haben wir die Straßen. Ich würde sagen, Feldweg kostet uns 50. Noch haben wir nicht so viel Geld. Gepflasterte Straße. Ich würde jetzt erstmal sagen, bauen wir erstmal einen Feldweg hin. So. Etwas länger her, dass ich das gespielt habe. So, Holzplatz. Wie war jetzt das? Jetzt muss man gucken. Genau, Sammler. Wir Sandsammler, was nicht, der Holz. Holzlager verwendet Ernter, um Holzeinheiten vom umliegenden Bäumen zu sammeln. Genau. Hier sieht man jetzt, okay, wo geholzt wird. Hier ist der Anschluss, den kann man natürlich noch drehen. Deshalb würde ich sagen, machen wir das so. Ja, denke ich mal ganz gut. Okay. Und jetzt Ernter. Jetzt brauchen wir noch Ernter. Wo sind die Ernter? Die Ernter sind hier drin, hier unten bei Sammler hinzufügen. Und die brauchen hier 15 Tage pro, also zum Ernten. So, die müssen jetzt innerhalb dieses Feldes sein. Bauwarnung, ja, da poppt es dann rechts unten irgendwann mal heftig auf, immer mehr. Sind immer Hilfen für jemanden, damit er ungefähr weiß, was hier Sache ist. Ich würde sagen, mal drehen hier. Ich denke, es gibt da unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich mache das jetzt mal so. So. Ich will hier keinen Schönheitspreis gewinnen. Man kann auch die Anzahl der Ernte dann auch noch erhöhen. So, jetzt haben wir das schon mal gemacht. Wir sind immer noch im Pausemodus, okay. Verbinde den Holzernter, was mit dem Zentrum über Straßen und warte, bis Holz erzeugt wird. Okay. Machen wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen. Jetzt sieht man hier schön, wie hier was abtransportiert wird. Ist das nicht niedlich? Ja, grafisch jetzt vielleicht nicht ansprechend im obersten Segment, aber es reicht doch, oder? So. Und dann würde ich sagen, Holzlager 1, genau. Man kann hier auch noch das umbenennen. Ist ganz wichtig später mal, weil sonst weiß man irgendwann mal nicht mehr, was was ist vor lauter Gebäude. Das können wir mal ein bisschen vorspulen, oder? Ich habe jetzt keine Ahnung. Ups. Aber verbunden sind sie. Und irgendwann mal, genau, hier sieht man jetzt, wie die hier abholzen. So, und jetzt Vorsicht langsam. Jetzt liefern hier ein paar kleine LKWs die ersten Holzstämme ins Lager. Ne? Ist das nicht niedlich? So. Und während die da jetzt weitermachen, müssen wir natürlich auch das Zeug verkaufen, ne? Weil von hier aus geht's nicht. Das heißt, wir müssen jetzt das vom Lager in nach Eckstock liefern. So, jetzt weiß ich nicht, wie war jetzt das? Nee, nicht Bauernmarkt, sondern Baumarkt. Lebensmittelgeschäft. Wo ist der Baumarkt? Da. Oh Gott. Sekunde. Wie gesagt, ich habe da noch Routenlinien umschalten. Ne, hier. Genau, Ziel wählen. Da müssen wir hin. So, und zwar genau, jetzt schaltet er um. Von hier nach da. Und jetzt werden wir gleich sehen, wie hier ein LKW oder mehrere oder so viele, die halt liefern können, wie Holz da ist, sich auf den Weg machen Richtung Stadt. Ja, und das hier hinliefern zum Baumarkt und vom Baumarkt dann aus wird es verkauft. Und das läuft immer wieder, ne? Man kann jetzt hier die Zyklen machen, einstellen, genug Produkte für zwei Zyklen. Ich mache es jetzt momentan immer am Anfang mal auf unbegrenzt. Man kann es auf automatisch stellen, geht auch. So.
Okay. Damit läuft jetzt das schon mal. Genau. Gut. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir Marten verkaufe Produkte im Wert von 50.000. Okay. Gut, das müssen wir jetzt nicht unbedingt abwarten. Ich würde sagen, als nächstes machen wir mal Sand. Damit wir Sand abbauen können, brauchen wir wieder einen Sammler, ist klar. Der ist hier. Und Sand braucht aber unbedingt. Nee, braucht nicht. Der braucht, glaube ich, kein Wasser, glaube ich, oder? Nee. Der kann überall abgebaut werden. Ich würde aber vorschlagen, wir setzen den jetzt mal. Brauchen wir mehr Holz, glaube ich, irgendwann mal. Warte mal, dann setzen wir. Warte mal, wir bauen die Straße hier weiter. So. Genau, und dann machen wir hier nochmal einen Sammler. Für Sand, den setzen wir. Da kommt mehr Holz hin, würde ich sagen. So. Das war genau das, was ich nicht wollte. Sekunde. Der braucht nämlich schon Wasser. Wusst doch. So. Okay, nochmal. Ich habe jetzt gewundert. Der kann zwar überall stehen, aber die Sammler brauchen Wasser. So, Gelände umformen kann man auch, aber das Ding ist sehr, sehr teuer. Deswegen lassen wir das jetzt mal bitte bleiben. Ich hoffe, dass das trotzdem irgendwie passt. Oh. Ja, geht noch. Gott. So, jetzt brauchen wir aber noch einen Weg, bitte. Weil sonst geht es nicht hier. So. So. Und so. Und so. Und play. Genau, jetzt fangen sie an hier zu sammeln. Den Sand. So, und dann müssen wir natürlich wieder eine Strecke festlegen, ne? So, jetzt könnte man den Sand direkt von hier aus in die Stadt liefern oder es gibt noch eine andere Möglichkeit, mit Lagerhäusern zu arbeiten. Das heißt, man pflanzt hier irgendwo ein Lagerhaus hin und lässt dann praktisch alle zum Lagerhaus hinliefern und von da aus dann zur Stadt. Würde ja auch gehen. Bietet sich an, wenn man zum Beispiel eine weite Distanz hat. Hier zum Beispiel könnte man das tatsächlich machen. Dann sparen sie dich die Fahrt hier praktisch. Die hier. So weit hier rüber müssen sie fahren. Weiß noch nicht. Ich lasse es jetzt mal so hier laufen, weil noch, würde ich sagen, geht's. Und dann machen wir hier mal drei. Unendlich, genau. Und dann fahren die hier, wenn dann was da ist, weiter. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, wir brauchen mehr Holz, ne? Was ist das da? Wegfindungswarnung. Kann Ziel nicht erreichen. Sandsammler 1. Wieso kann er den Weg nicht erreichen? Das zu weit, oder was? Nee. Okay. Scheint zu weit zu sein, oder was für den? Okay, dann machen wir es anders. Dann bauen wir halt jetzt doch ein Lagerhaus hin. Wo war jetzt das? Sekunde. Logistik. War das, glaube ich, genau. Lagerhaus. So. Lagerhaus. Das setzen wir mal, würde ich sagen, hier hin. Hier sieht man das Lagerhaus. Ein- und Ausfahrt. Machen wir mal. Es hat auch einen Radius. So.
So, automatisch. So, durch das Automatische hat er jetzt erkannt, wo er hinfahren muss, zum Lagerhaus zum Beispiel. Jetzt hoffe ich nur, dass er das Lagerhaus erkannt hat, dass sie jetzt zur Stadt fahren müssen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das muss ich erstmal auswählen. Sand bitte. Baumarkt. Okay. Müsste funktionieren. Kann Ziel nicht erreichen. Ah, warte mal, weg, 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 abreißen. Ich weiß, nicht so toll, aber ich glaube, ich habe da einen kleinen Denkfehler drin. Das muss nämlich im Bereich sein von dem Ganzen. Wie gesagt, ich habe das etwas länger her zum letzten Mal gespielt. Aber das schaffen wir schon. Ja, Logistikwarnung, ich weiß. Machen es jetzt mal anders. Ich will wissen, ob das so auch geht. So. Ich bin mal gespannt, ob der das so macht. Ja, das macht er. Okay. Gut, dann sparen wir uns das Lagerhaus. Auch gut. So, nächste Aufgabe ist hier oben. Öffne vier andere Geschäfte zusätzlich zu denen in benachbarten Siedlungen. Aha, okay. Weiß ich warum. Wie gesagt, muss man nicht unbedingt erfüllen, diese Aufgabe. Brauchen wir das? Brauchen wir das nicht? Keine Ahnung. Damit man zumindest hier weiterkommt mit den Aufgaben, mache ich das jetzt einfach mal. Wie gesagt, das gilt für jede Stadt dasselbe Prinzip. Draufklicken und dann anklicken und dann hast du die Übersicht. Nicht jede Stadt hat dieselben Bedürfnisse, nur das am Rande bemerkt. Also da wird es irgendwann mal richtig knifflig. So, aber jetzt machen wir weiter hier. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal weiter. Was können wir denn noch liefern? Das Aufgabe da oben lassen wir weg. Ja, will ich weglassen. So, ich würde sagen, hier sieht man auch die Steigerungen in Sachen Nachfrage hier. Rot geht zurück, grün heißt steigend. Hier zum Beispiel sieht man dann auch das Rezeptbuch, heißt es hier. Wie hier Leder zustande kommt. Hier brauche ich Wasser und Getreide ergibt Kühe und Kühe ergibt Leder. Rindfleisch und Milch. Jetzt muss man mal schauen, brauchen wir eigentlich alles hier? Ja, wir haben Milch und ne, Rindfleisch haben wir nicht, das ist doof. Das müssen wir dann anderweitig verkaufen. Aber Leder könnte man verkaufen, okay. Was ist mit Wolle? Wolle sind, glaube ich, die Schafe, oder? Ja. Hammelfleisch und Wolle, ja, aber Hammelfleisch braucht auch niemand, das ist das Problem, ne? Brauchen Chicken, 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 Huhn, Huhn, Huhn. Was könnte man noch machen? Erdgas, nee, Kohle. Kohle wäre so ein bisschen teuer vielleicht für den Anfang. Rohgummi, Wasser. Rohgummi, Rohgummi, hä? Ich habe da noch keine Rohgummi-Farmen, oder? Nee, die muss ich erst noch entwickeln. Es gibt einen Forschungsbaum. Den stelle ich euch das nächste Mal vor. Wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen weiter, würde ich sagen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt nochmal so ein Holzfällerlager hin. Weil ich glaube,
Das wäre nicht das Verkehrteste. Gibt es jetzt hier einen Duplizierungsknopf mit der Pinzette? Das bauen wir aber jetzt ganz, würde ich sagen, bauen wir das gegenüber hin? Oder daneben? Nee, gegenüber würde ich sagen, oder? Einmal. Zwei. Ah, jetzt habe ich das nicht. Ja. Ich weiß, nicht symmetrisch, alles gut, alles gut. So. Schöner bauen ist für andere. Wir wollen hier schöner spielen. So. Genau, jetzt liefert der dahin. Ich würde sagen, da könnte man auch noch vielleicht noch einen zweiten Sandsammler da hinsetzen. Weil ich glaube, das macht Sinn. Null gelagert. Nebenbei ändert sich hier das Wetter. Auch das ist möglich. In diesem Spiel nur so am Rande bemerkt. So. Ja, das mit den Küsten anpassen müssen wir dann irgendwann mal machen, wenn wir viel Kohle haben, weil das ist wirklich teuer. Solche Gelände zu formen. Ja, keine Panik. Was kann nicht erreicht werden? Das hier. Also. Doch, läuft doch. So. Nee, da läuft nichts. Sekunde. Also dieses Hilfestool, der ist echt hilfreich, weil je mehr man baut, desto unübersichtlicher wird das Ganze. So, jetzt flitzen sie los, die LKWs. So. Was ist das hier eigentlich? Mehl? Wie entsteht denn Mehl? Ah ja, Getreide und Mehl. Ja, das passt. Und Mehl. Produziert in Essensfabrik, Plantage. Aber ich habe doch keine Essensfabrik, oder? Nee. Muss ich alles erst entwickeln, erforschen. Das ist klar, das ist doof. Kohlegrube hätte ich schon. Aber. Warte mal, wenn wir Kohlegrube machen, was passiert dann? Kohle wollte ich. Ach so. Kohlegrube, Kohlegrube. Und dann Kohle hier hinliefern. Theoretisch würde es schon gehen. Theoretisch. Ja, hier, da ist Kohle. Okay. Dann probieren wir es mal mit Kohle, ne? Müssen wir mal schauen. Kohlegrube ist hier unter Sammler. Möglichst viel, ja, 4 Stück. Schauen wir mal, ob ich das hier reinpacken kann. So. Ich würde sagen, dann setzen wir mal hier hin. Eins, zwei, drei. Okay. Und jetzt eine Straße, würde ich sagen. Und zwar machen wir die ja so, dass das möglichst hier anschließt. Zack. Perfekt. Jetzt ist die Frage, liefert der die Kohle schon dahin oder müssen wir dem das noch mitteilen? Nee, macht er nicht. Die Frage ist, ob das zu weit ist, zu weit oder nicht. Checkst du das? Tatsächlich, er kapiert es. Jetzt geht's los mit Kohle. Kohlegrube 1, genau. Oh, hier sieht man sogar. Schick, schick, schick. So, also jetzt haben wir schon mal Sand, Holz und Kohle am Laufen. Für die erste Folge.
Wolle, ja, da wird es dann interessant werden als nächstes. Jetzt wird es dann wirklich immer etwas schwieriger von Schritt zu Schritt. Äpfel könnte man auch noch hier machen. Obstgarten haben wir eigentlich. Genau, da brauchen wir aber die Forschung. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, bis zu dieser Folge reicht das jetzt mal für den Anfang. Und das nächste Mal geht es dann weiter. Ich würde sagen, dann machen wir mal hier eins auf Bauernmarkt. Wir mit unseren schönen Äpfeln und Oliven und Orangen und Gemüse. Lecker, lecker, lecker. Ja, da freue ich mich schon drauf. Also, ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschö.